Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir Planet of Heroes und das ist ein MOBA-Spiel, so ähnlich wie League of Legends, nur für das Handy. Also ich spiele das Ganze hier auf meinem iPhone und ich finde das Spiel richtig, richtig nice. Und das werde ich euch heute mal etwas näher zeigen. Und ich würde sagen, wir starten hier gleich mal in eine PvP-Schlacht. Drücken hier auf... Nein, da darf ich nicht auf Start drücken. Das war das, was wir ja letztens so... gefehlt hat. Und ja, ich bin eigentlich schon länger auf der Suche nach einem MOBA für das Smartphone und ja, es gibt schon einige, das weiß ich, aber dieses gefällt mir besonders gut, denn die Spiele dauern alle nicht allzu lange, so alle bis so zwischen 5 und 10 Minuten und es gibt nur eine Lane und einen Jungle und das ist dann schon alles sehr, sehr abwechslungsreich. So, wir nehmen ihn hier, denn der gefällt mir richtig, richtig, richtig nice. Der liebe Tunkan ist ein Tank, ist ein Nahkämpfer, aber hat auch eine Fernkampffähigkeit und ihr seht schon, da unten kann ich zum Beispiel einen anderen besonderen Skill auswählen, denn jeder Charakter kann, aber hier, ja, haben wir mal den, der heilt uns, wenn wir hier in einer brenzligen Situation sind und hier habe ich schon meine Angriffe. Die Gegner, also die Mitspieler sind auch schon bereit, okay, wir spielen ich und dann noch zwei Fernkämpfe. Ich bin schon gespannt, denn ja, wenn man hier nicht ein paar Freunde hat, mit denen man im Spiel spielen kann, ist es manchmal etwas umständlich, ja, mit den Gegnern zu kommunizieren, also mit den Mitspielern zu kommunizieren und ich würde sagen, wir legen hier gleich mal los. So, ich glaube, ich muss meine Facecam dann woanders hinpacken, denn hier unten haben wir die Control Panels für das Spiel. Ich packe das hier mal rauf. Hier seht ihr zwar nicht, an wen ich hier spiele. So, in 4 Sekunden geht es los. 4, 3, 2, 1, los. Ja, und was ist das Ziel des Spiels? Ja, es gibt nur eine Lane, wie gesagt, und man muss einfach das Hauptding des Gegners zerstören. Und ja, es ist leicht und es klingt auch leicht. Und am besten, ich zeige es euch hier, wie das geht. Und falls ihr das Spiel öfter sehen wollt, dann gebt mir noch einen Daumen hoch. Würde mich freuen und schreibt mir auch in die Kommentare bitte, wie ihr das Spiel so findet. Ich habe gedacht, ich kann euch dieses Spiel nicht vorenthalten. So Leute, da unten habe ich nur den normalen Angriffsbutton. Deswegen werde ich hier das hinpacken. So, ihr seht schon, hier sind meine drei Skills. Die kann man von Anfang an spielen, nicht so wie bei anderen MOBAs, dass man die erst freischalten muss auf einem bestimmten Level. Das geht hier alles so. Und hier kann man, hier seht ihr schon die Towers und die Minions. Und hier werde ich gleich mal ordentlich reinfahren mit meinen Special Move hier mit meinem Tornado. Und ja, hier haben wir schon auch einen Gegner. Und ihr seht schon hier meinen kleinen Fernkampfangriff. Nein! Okay, das ist das vom Mitspieler. Da kann ich ruhig reingehen. Und jo. Oh, der Tower hat mich hier. Und hier wurde ich verlangsamt. Oh nein, hier sind die Spezialangriffe des Gegners. So, die bin ich noch gut ausgewichen. Wir holen uns hier gleich mal eine Heilung. Und ich könnte auch in den Jungle gehen, um etwas zu farmen, damit wir schneller hier im Level aufsteigen. So, die greife ich nicht an. Die sind mir zu stark. Aber die können sich sehen lassen. Das geht ziemlich leicht so. Hier haben wir schon. Und wir müssen hier schauen, dass wir als erstes... Nein, da wurde schon ein Verbündeter getötet. Und die Gegner sind schon Level up. Das heißt, sie sind stärker. Okay, Double Kill. Super. Super, liebe Mitspieler. Das macht ihr richtig, richtig toll. So, hier machen wir gleich mal ein Tornado. Wir müssen uns heilen. Wow, 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 wow. Der Spezialangriff des Gegners hat richtig gesessen, Leute. Und da hauen wir uns auch gleich mal rein. Komm. Eieiei. Aber oh, die Gegner sind schon Level up. Gefällt mir gar nicht. Aber wir konnten hier die Gegner in den Flucht schlagen. Komm. Den Kill hole ich mir. Yes, da habe ich mir den Kill geholt. Endlich, wir haben auch einen Kill, Leute. Und da bekommt man natürlich einiges Erfahrung. Wir sind auch gleich mal Level 3. Jetzt müssen wir mal besser zusammenarbeiten hier, liebe Mitspieler. So, Level up. Aber, yep, komm, yo. Und da holen wir uns ein paar. Ah, da hat mir der Tower. Komm, lieber Mitspieler, wieso läufst du da rein, wenn der Tower auf dich losgeht? Das macht man hier nicht so. Eieiei, komm, es muss besser gehen. Es muss, ihr seht schon, es macht richtig Spaß, dieses Spiel. Und da heilt sich der Gegner. Ah. Aber wir haben hier mal... Der Tower ist schon weit unten, muss ich sagen. Muss ich sagen. Jo. Komm, geht sich das aus? Yes, nein! Was? Da haben wir keinen Kill. Ich will einen Kill. Ah, da bin ich jetzt etwas zu gierig. Aber wir haben mal den Tower zerstört, Leute. Das ist schon mal gut. Wir sind also in der Lane schon weiter als der Gegner. Wow, wow, Stun. Ei, da hat er mich gekillt. Ihr habt schon gesehen. So sieht es aus, wenn man gekillt wird. So, Gegner ist schon auf Level 4, das gegnerische Team. Wir sind auf Level 3. Also man muss schauen, dass man im Jungle farmt oder damit man hier schnell Gegner killt und nicht die Gegner unbedingt feedet, so wie wir das hier machen. So, Gegner getötet. Naja, wenigstens mal was. Wenigstens was. Ich könnte natürlich in den Jungle gehen. Im Jungle gibt es natürlich auch Buffs wie in anderen MOBAs und auch so einen riesen König oder King oder Jungle-Typen, bei dem man einen extra guten Skill hier bekommt. Nein, ich hasse das, wenn man gestunt wird.
Ah, und da wurde ich gekillt. Wow. Da haben die Gegner sehr, sehr gut zusammengespielt. Mit dem Stun, das ist mega mächtig. So, diesen Helden, der hier fast gekillt wird, habe ich hier heute freigespielt. Gerade vorhin bei diesem täglichen Belohnung, die man immer bekommt. So, da bin ich wieder. Und ich glaube, ich werde jetzt mal im Jungle etwas an Erfahrungspunkte feeden. So, feeden, was sage ich hier? Sammeln. So, und da auch noch. Die Fähigkeiten heilen sich ziemlich schnell rauf. Wow. Da, mein Mitspieler ist on fire. Okay, anscheinend ist er nicht mehr on fire. Wir werden hier uns etwas im Jungle holen und dann geht's schon weiter. So, Leute, wir müssen hier mal raus und dann hier. Der Gegner ist hier alleine. Ein Gegner ist gekillt, ist aber jetzt wieder auferstanden. So, ich will den haben, aber da kommen die Gegner. Da kommen die Gegner, wow, und die stunt mich gleich. Ja, wie gesagt. So, lieber Mitspieler, hilf mir hier. So, und jetzt haben wir ihn. Hier haben wir Level Up. Wir sind gleich wieder Gegner. Gleich stark. So, hier haben wir auch wieder. Yes, den nächsten Double Kill, Leute. Hier killen wir gut. Aber er hat seine Spezialattacke noch eingesetzt, bevor er hier gekillt wurde. Und jetzt haben wir die Chance auf den Dauer des Gegners. Und wir haben den gegnerischen Dauer. So, wir holen uns hier was an Heilung. So, oh, hier wurde schon wieder ein Verbündeter. Ah, nein, da haben sie den, wie gesagt, diesen Spezial-Jungle-Typen hier gekillt. So, bam. Komm schon. Wow, den hol ich mir. Komm, ich muss mir den holen. Ah, und da wurde ich gekillt. Ich war zu gierig. Aber die Gegner haben noch keinen Tower. Obwohl sie eigentlich besser so sind, haben sie noch keinen Tower. Jetzt bin ich gespannt. Ich gehe, glaube ich, gleich direkt auf ihr Hauptgebäude. Man kann durch den Jungle direkt auf ihr Hauptgebäude gehen, denn die Türme machen nicht so viel Schaden wie bei anderen MOBAs auf den Charakter und das finde ich eigentlich schon recht nice. Ihr seht schon, hier konzentrieren sie sich sehr, sehr, sehr. So, Level Up. Yes, Leute, wir haben hier Level 7. Die Gegner sind aber schon bald Level 8. Da bin ich gespannt. Ja, Gegner wurde getötet. Aber unser Turm ist auch weg. Wow, der Gegner ist richtig gut hier. Er ist richtig... Wow, wo sind meine Verbündeten? Wieso sind die hier so weit hinten? So, ich hau mir mal die Heilung rein. Yes, Gegner getötet. So, aber er muss jetzt auch weg. Er ist hier gestunt. Und jetzt holen wir uns. Ja, Double Kill. Ich hol mir die ganzen Kills. Wie steht es jetzt momentan? Wow, ich habe schon 5 Kills, Leute. Ich wurde natürlich auch schon oft selber gekillt. Aber jetzt sieht es gut aus. Zwei Gegner sind hier. Und was hat der Gegner hier eigentlich vor, damit er hier einfach reinläuft bei allen hier? So, er ist langsam. Er wurde langsam. Yes, Level Up. Wow. Jetzt sind alle Gegner einmal gekillt worden. Und das finde ich schon nice. So, hier holen wir uns noch was im Jungle. Vielleicht bekommen wir noch ein Level Up. Und hier... Nö, Gegner. Bei dir bleibe ich jetzt mal außen vor. Boom, boom. Und da haben wir noch mehr vom Gegner gekillt. Wie sieht es hier aus? Wo sind meine Verbündeten? Die gehen schon wieder zurück. Haben sie Angst bekommen? Wir hätten hier den Gegner ausschalten können. Wir hätten das Hauptgebäude zerstören können. So, im Jungle etwas Erfahrungspunkte holen, damit wir so schnell wie möglich auf Level 9 kommen. Wow, da war ich aus. Da hat mich zwar der Gegner gesehen. Ey. Nein, ein Verbündeter. Das gefällt mir nicht, wenn die Verbündeten getötet werden. Ich muss hier aufpassen. Ich muss hier wirklich aufpassen, damit ich hier nicht im Jungle von den Gegnern getötet werde. Hier holen wir uns noch ein Camp. Das holen wir uns richtig. Yes! Wow. Und ich finde das Spiel richtig cool. Es ist eine Art, ja, League of Legends. Eigentlich fürs Handy, würde ich sagen. Denn es funktioniert gut. Die Steuerung ist super umgesetzt worden. Und hier ist ein Gegner. Geht er auf mich? Ja, yep, er geht auf mich. Ich wollte hier von hinten einfach hier mal seinen Tower töten. Ich weiß, ich spiele hier gerade einen ordentlichen Blödsinn zusammen, Leute. Aber das war letztens auch so, als wir verloren haben. Und da ist ein Buff, Leute. Da kann man sich hier easy einen Buff holen. Ich habe hier ein Schutzschild zum Beispiel. Und da soll der Gegner... Yes, wir sind hier da. Wir sind back. Wir gehen hier mal, würde ich sagen, auf das Hauptgebäude des Gegners. Wow. Yes, Gegner gekillt. Und hier kommt, wow, Mordserie, haha, das gefällt mir, wow. Lieber Verbündeter, geh bitte zurück, du hast wirklich wenig Energie und ihr seht schon, das Spiel dauert jetzt 7 Minuten 55.
Ja, schreibt mal alle jetzt Hashtag 8 Minuten rein und wir holen uns hier nochmal einen Buff. So, da ist ein Verbündeter. Okay, ich muss mir hier irgendwas überlegen, damit ich hier... Nein! Oh, er hat selber wenig Energie. Ha, den schalten wir jetzt aus. Yes! Wow, das war richtig, richtig knapp. Aber gut, wir haben hier ihn ausgeschaltet. So, jetzt muss ich aufpassen. Denn die sehen ja, dass ich wenig Energie habe. Hier gibt es keine Heilung mehr, da der Tower down ist. Wir müssen hier einfach zurück. Wir müssen uns das holen. Ah, Gegner getötet. Das liest man natürlich gerne. So, leider kann ich hier nur langsam gehen. Ah! Nein, das war falsch. Das war falsch. Oi, aber... Yes! Komm schon! Hättest du ihn... Wieso hat er nicht sein Netz draufgeworfen? Wir verfolgen ihn hier einfach. So, den will ich haben. Yes, den haben wir gekillt. Aber jetzt wurde auch ich gekillt. Komm schon! Wieso läuft er denn nicht nach? Level 10, wir sind Oberhand. Ja, ich habe die Oberhand, ich weiß. Ich habe 8 Kills heute. Ich habe bis jetzt die meisten Kills. Und mein Team ist gar nicht so schlecht, wie ich mir eigentlich am Anfang hier gedacht habe. Und ihr seht schon, die Matches dauern schon einige Zeit. So, 9 Minuten 20. Jetzt will ich aber an den Tower ran. Die Gegner haben schon 2. Und man muss natürlich immer länger warten, wenn man ausgeschaltet wird. Ein Gegner, ja, boah. Der muss jetzt schon 36 Sekunden warten, bis er wieder zurück im Game ist. Und dann kann man natürlich eher easy was ausschalten. So, wir sind schon dran. Yes, wir schalten das gleich aus. Ich glaube, nur mehr ein paar Hits und wir haben gewonnen hier, Leute. Ich werde hier über den Jungle schauen, damit ich hier zur Basis des Gegners komme, ohne hier irgendwie bemerkt zu werden. Und dann werde ich das ausschalten. Wow. So, jetzt sind wir gleich mal schnell hier. Und ich glaube, der Gegner kommt hier irgendwo her. So, Gegner getötet, okay. Ich glaube, das schaffen wir jetzt. Das schaffen wir jetzt easy. So, dahin. Wow, komm schon. Wieso laggt das jetzt so? Ah, komm, schaffen wir. Yes, Leute, da haben wir es geschafft. Sage ich ja, da geht es über den Jungle, können wir hier den gegnerischen Tower ab... Ja, schaffen. Und hier haben wir ein Victory. Wir haben 8 Kills, 4 Deaths und einen Assist. Wow, das ging richtig gut. Belohnung, hier seht ihr schon ein bisschen Erfahrungspunkte. Man kann jeden Helden extra leveln und auch etwas zum Shoppen hier. Ja, Leute, das war's mit diesem Let's Play von Planet of Heroes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt. Gebt mir einen Daumen hoch. Und falls ihr neu seid, würde ich mich natürlich über ein Abo von euch freuen. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und ciao.